Ja, liebe Freundinnen und Freunde, vielen Dank erstmal an die AntragstellerInnen für diesen sehr guten Leitantrag. Als Grüne Jugend Berlin freuen wir uns, mit euch zusammen für eine soziale Stadt mit Wohnraum für alle streiten zu können. Mit vielen wichtigen Forderungen stellen wir schon heute die Weichen für eine MieterInnenstadt von morgen. Doch so wichtig die Schritte wie öffentlicher Wohnungsbau oder die Förderung von Genossenschaften sind, für viele Berlinerinnen und Berliner stellt sich die Frage nach günstigem Wohnraum schon heute. Die Suche nach bezahlbarem Wohnraum wird immer verzweifelter und viele MieterInnen sind akut in ihrer Existenz bedroht, weil sie sich ihre Miete einfach nicht mehr leisten können. Jedes Jahr kommt es zu über 1000 Zwangsräumungen und das allein nur in den landeseigenen Unternehmen. Und zu 95% ist der Grund dabei, dass Mietschulden bestehen, die Miete nicht mehr bezahlt werden kann. Laut Angaben des Mietbündnisses, das wir heute auch schon gehört haben, fehlt es allein in diesem Jahr in Berlin an 120.000 preiswertigen Wohnungen. Deshalb ist es unsere Aufgabe, auch kurzfristige Maßnahmen vorzuschlagen, um den Druck auf dem Wohnungsmarkt, insbesondere für kostengünstigen Wohnraum, abzufedern. Ein solches kurzfristiges Instrument kann mit entsprechender Förderung die Belegungsquote der landeseigenen Wohnungsunternehmen sein. Hier müssen wir einen Balanceakt schaffen zwischen günstigem Wohnraum und dem Erhalt der Berliner Mischung. Wir wollen eine geringfügige Anpassung der Belegungsquoten erreichen. Konkret heißt das 40% für TransferleistungsbezieherInnen, 40% für WBS-Berechtigte und 20% für den freien Wohnungsmarkt. Dabei werden gemessen an der Berliner Mischung lediglich die TransferleistungsbezieherInnen über ihren proportionalen Anteil hinaus bevorzugt. So schaffen wir im Vergleich zu der Quote der AntragstellerInnen kurzfristig 40.000 kostengünstige Wohnungen mehr zusätzlich. 20.000 für TransferleistungsbezieherInnen und 20.000 im Bereich des WBS. Angesichts von Mietschulden, Existenzängsten, Zwangsräumungen und steigender Wohnungslosigkeit ist der soziale Auftrag der öffentlichen Wohnungsunternehmen wichtiger denn je. Lasst uns diesen Auftrag stärken und mit 40.000 zusätzlichen Sozialwohnungen auch kurzfristig für Entlastung auf dem Wohnungsmarkt sorgen. Deswegen bitten wir euch, unseren Änderungsantrag anzunehmen. Vielen Dank. Vielen Dank für die Prorede. Die